Ich meine, wenn zwei Konsolen gleichzeitig auf dem Markt existieren, ist es fast schon selbstverständlich, dass es ein Konsolenkrieg gibt. Wieso Videospiele auch als eine große gemeinsame Community genießen, wenn man den anderen auch als Hurensohn beleidigen kann, weil er auf einer Xbox spielt? Den Anfang aller Konsolenkriege markiert aber ein ganz bestimmter Fight. Den des SNES gegen den Sega Mega Drive bzw. Sega Genesis, wie er in Nordamerika heißt. Kein Konsolenkrieg war so erbittert und vor allem auch aggressiv im Marketing wie dieser hier. Es ist der erste große Konsolenkrieg und gleichzeitig auch einer, an den sich nicht zu Unrecht bis heute erinnert wird. Wie das alles lief und welche dieser Konsolen nun letzten Endes die bessere war, schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß! Man muss sich vor Augen führen. Ende der 80er Jahre hatte Nintendo auf dem Videospielmarkt einen Marktanteil von 95% in Nordamerika und 92% in Japan mit ihrem NES. Ich muss euch, denke ich, nicht erklären, wie revolutionär und dementsprechend erfolgreich diese Konsole war. Sie war die Geburtsstätte von legendären Spielereien wie Mario, Zelda oder Kirby. Der einzig nennenswerte Konkurrent war damals schon Sega mit ihrem Master System, aber selbst der konnte Nintendo auf keinster Weise gefährlich werden und schlummerte eher im Schatten. In diesem Schatten wuchs aber nach und nach der Wille, endlich aus diesem Schatten rauszukommen. 1988 war es also soweit und die Nachfolgekonsole der Sega Mega Drive kam raus, beziehungsweise Sega Genesis, wie er in Nordamerika hieß. Ich muss das immer dazu sagen, weil Genesis halt einfach der coolere Name ist, aber bei uns hieß der leider Mega Drive, also werde ich ihn fortan auch so nennen. Dieses Teil war offensichtlich viel leistungsstärker unterwegs als der NES, er hatte einen 16-Bit-Prozessor und konnte 512 Farben darstellen. Wobei das die japanische Kundschaft nicht wirklich gejuckt hatten, sie weiter mit ihrem 8-Bit-Kirby-Spaß hatten, begann der Mega Drive in den anderen Regionen der Welt immer weiter an Erfolg zuzunehmen. Launch-Titel hier in Europa waren unter anderem Golden Axe, Thunder Force oder Thunder Blade, was alles ziemlich coole Namen sind. Jetzt eine Runde Altered Beast, Alter. Sega fing an, sich als den coolen Kollegen zu etablieren, während Nintendo eher so in die kindische Ecke gedrängt wurde. Nintendo ließ aber nicht allzu lange auf sich warten und releaste am 21. November 1990 das SNES in Japan, ihre 16-Bit-Konsole. In Nordamerika kam er ein Jahr später raus, hier aber nicht mehr in bunt, sondern in einem cooleren Blau, was nicht mehr so verspielt aussieht, aber genau das ist, denke ich, auch der Point gewesen. Nintendo hatte natürlich den Vorteil, dass ihre Marken schon etabliert waren. Super Mario Bros. 3, das zuvor rausgekommen ist, war ein heftiger Erfolg. Jeder kannte Mario und jeder liebte Mario. Allein Super Mario World, das mit der Konsole zusammen erschien ist, war ein großer Anreiz, sich diese Konsole zu kaufen. Es wurde am Ende sogar das meistverkaufte Spiel für das System. Marken wie Mario oder Zelda sind ein ganz klarer Vorteil, den Nintendo über Sega hatte, weshalb Sega den einzig logischen Schritt ging. Blauer Igel. Der Mega Drive war die Geburtsstätte von Sonic und gleichzeitig der schlauste Move, den sie hätten bringen können. Es braucht einfach ein Maskottchen, etwas mit Wiedererkennungswert und Sonic war da perfekt. Ein Jump'n'Run mit der Geschwindigkeit von Sonic gab es so in der Form einfach noch nicht auf dem Markt und eroberte die Herzen der Konsumenten schneller, als der blaue Igel in das Ziel rasen konnte. Und nicht nur in Sachen Maskottchen machte Sega Nintendo Druck, ein Großteil ihres gesamten Marketings bezog sich darauf, Nintendo schlecht zu reden. Genesis does what Nintendo don't. Falls ihr denkt, das ist ein komplett dummer Slogan, dann habt ihr absolut recht, aber er scheint funktioniert zu haben. Ich meine, ich rede gerade fast 30 Jahre später über diesen Slogan. Irgendwas Besonderes scheint er ja gehabt zu haben, auch wenn das Besondere eventuell ist, wie dumm er ist. Während andere Firmen manchmal so kleine Andeutungen auf Konkurrenten in ihre Werbung machen, hat Sega keine Fix gegeben und einfach auf Nintendo eingeprügelt. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? And what if you don't have blast processing? Niemand wusste, was Blast Processing eigentlich ist, aber es klingt cool. Es wurde vermutlich von vielen Kindern auf dem Pausenhof verwendet, um das SNES schlecht zu reden. Meine Konsole hat Blast Processing. Nintendos Konsole wurde in die uncoole Richtung gedrängt. Nur Kinder spielen auf Nintendo-Konsolen und dieses Image hat sich ja mehr oder weniger bis heute gehalten. Geholfen hat es nicht, dass Spiele wie Mortal Kombat auf dem SNES komplett zensiert wurden. Es wurde das Blut entfernt und manche Fatality-Moves so geändert, dass sie weniger brutal sind. Kann man aber auch eigentlich niemanden für
verübeln, weil das teilweise schon ein bisschen krank war. Wenn man sich beide Konsolen nochmal rein vom Äußerlichen anguckt, muss ich auch sagen, dass der Mega Drive viel cooler aussieht. Ich weiß nicht, aber ich mag diesen schwarzen Kasten mit diesem Kreis oben drauf, auch wenn der Controller echt Arsch ist, weil hier einfach so drei Knöpfe nebeneinander gepackt wurden. Das SNES hat definitiv auch ein ikonisches Design, vor allem das blaue Design aus Amerika sieht, finde ich, super cool aus, im Direktvergleich aber finde ich ein wenig uncooler. Der Controller ist hier aber auf jeden Fall besser. 1990, also ungefähr zur selben Zeit, als der SNES rauskam, wurde eine ganz bestimmte Person CEO von Sega of America. Tom Kalinske. Tom Kalinske ist eine ziemlich wichtige Person, denn obwohl er nur 6 Jahre CEO war, hat er die Profite der Firma von 72 Millionen auf 1,5 Milliarden Dollar gehoben. Hierzu hat er einen 3-Punkte-Plan verfolgt. Erstens, den Preis der Konsole senken. Der Preis einer Mega Drive wurde auf 150 US-Dollar gesenkt, damit die Konsole weitaus weniger kostet als das SNES. Und nicht nur das, bis hierhin wurde die Konsole immer mit dem Spiel Altered Beast geliefert, aber das wurde ganz schnell mit Sonic ausgetauscht. Man konnte jetzt also für weniger Geld als die Konkurrenz eine Konsole und das neue Jump'n'Run bekommen, auf das gerade alle abfahren. Zweitens, mehr Games für ihre Zielgruppe. Natürlich gab es auf der Konsole eine bunte Vielfalt an Spielen, aber es wurde darauf gesetzt, die Märkte, auf denen Sega Großes besonders zu bedienen. In dem Fall alles außer Japan. Es sind so unglaublich viele Sportspiele für den Mega Drive rausgekommen. Madden's Football oder PGA Tour Golf waren hier ganz große Player. Dadurch, dass man die Märkte, auf denen man eh schon groß war, weiter fütterte, ließen die Verkaufszahlen auf der Konsole keinster Weise nach. Drittens, Nintendo sind dumme W***er. Die Strategie von Kalinske war es buchstäblich, Nintendo immer aggressiver in ihrer Werbung zu beleidigen, einfach irgendwie schlecht dastehen zu lassen, damit alle nur noch die Konsole von Sega kaufen. Das alles ging so weit, dass Segas Marktanteil im Konsolenbereich stark anstieg. 60% hatten sie 1992 inne, was mehr als Nintendo war. Nintendo auf der anderen Seite verzichtete voll und ganz auf diese dreckigen Strategien, sondern konzentrierte sich ganz allein darauf, einfach gute Spiele zu machen, und das haben sie garantiert geschafft. Einer meiner Favoriten ist ganz klar A Link to the Past. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich es das erste Mal gespielt habe, aber ich habe direkt gemerkt, wie unglaublich viele Sachen, die für Zelda heutzutage normal sind, hier eingeführt wurden. Allein die ganze Welt und der Soundtrack ist phänomenal. Apropos phänomenal, spielt endlich Earthbound, bitte. Es ist vom Humor und der ganzen Aufmachung so ein einzigartiges Spiel, das einfach viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Mario Kart hat auf der Konsole seinen Anfang gefunden, viele bahnbrechende RPGs wie Secret of Mana oder Final Fantasy Ableger kamen hier raus, F-Zero ist saucool und natürlich Donkey Kong Country. Nicht nur rein vom Spiel her, sondern auch aus technischer Perspektive war das Game damals bahnbrechend, da hier 3D-Polygone zur Darstellung von Objekten benutzt wurden, was in eine noch nie dagewesene Grafik resultiert hat. Was war Segas Antwort darauf? Vector Man. Vector Man ist schon ein ziemlich cooles Spiel. Natürlich hatte Segas Konsole auch ziemlich nice Spiele zu bieten. Sonic 2 ist bis heute eines der beliebtesten Sonic-Klassiker, die es gibt. Mit Fantasy starten sie auch ihr RPG, die Contra-Spiele und nicht zu vergessen Michael Jacksons Moonwalk. Es war alles in einem wirklich ein knappes Rennen und an sich wirklich diskutierbar, welche dieser Konsolen man sich kauft. Gucken wir uns das Endergebnis an. Segas Konsole konnte sich knapp 30 Millionen Mal verkaufen, was krass ist, aber Nintendo hat damit ihren 50 Millionen doch die Nase vorne. Was ist geschehen? Während Nintendo gegen Ende der Generation immer mehr Banger an Videospielen rausgebracht hat, hat Sega wohl den Hals nicht ganz voll bekommen. Darf ich vorstellen, die Mega Drive Konsolenerweiterungen. Sega wollte technisch auf dem neuesten Stand bleiben und hat eine Mega Drive Konsole mitsamt Erweiterungen nach der anderen rausgepumpt. Es gab den Mega Drive, den Mega Drive 2, den Mega Drive 3, das Sega CD, mit dem nun auch CDs abgespielt werden konnten, und der Sega 32X, der die Power der Konsole anhob. Manchen Konsumenten wurde das einfach zu unsicher. Wieso sollte ich mir einen Mega Drive kaufen, wenn ein paar Wochen später eh wieder was Neues rauskommt? Sie griffen also zur Konsole von Nintendo, da das einfach das stabilere System war. Man muss aber beachten, dass 50 Millionen trotzdem ein Rückschritt im Vergleich zur vorherigen Generation war. Sega hat also garantiert einen Schaden angerichtet. Im Endeffekt ist es Meinungssache, welche dieser Konsolen man besser findet, und das ist ja auch das Schöne an dem Ganzen. Zwei gute Konsolen und jeder kann Spaß mit dem haben, was er lieber mag, ohne dass wir uns gegenseitig dafür verurteilen. Aber nicht vergessen, Leute, Xbox-Spieler sind trotzdem Hurensöhne.